Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Emergency 20 bzw. Emergency 5 mit der Lüdenscheid-Modifikation auf der Brandstedt-Karte. Auf der Brandausbreitungsstufe Schlimm 7, Atemschutzlogik ist wieder an. Eine Stufe lassen wir auf 1 oder 2 plus Side-Events sind auf Stufe 1. Das heißt, wir werden wieder ganz viele schöne Einsätze heute hoffentlich sehen. Was heißt schöne Einsätze? Eigentlich sind ja Einsätze niemals schön, weil das bedeutet für irgendwelche Leute nichts Gutes. Aber es ist ganz cool, immer zuzugucken. Jedenfalls im Spiel, in der Realität tut man sowas nicht. Genau. So. Polizei-Diebstahl haben wir gerade reinbekommen und da würde ich sagen, springen wir doch gerade mal zu dem Einsatz hin und gucken mal nach, was hier los ist. Okay, da rennt jemand durch die Gegend, hat, irgendwo was geklaut, aber ist keine Person da, wahrscheinlich irgendein Einbrecher, deswegen schicken wir den Streifenwagen hier vorne hin. Oh Gott, ich sehe gerade, wir sind verdammt weit weg von hier. Das ist nicht ganz so gut, weil wir haben jetzt eine sehr weite Anfahrt. Ich schicke den Polizeiwagen mal direkt auf die Person drauf. Ich werde mal schauen, wo der jetzt hier entlang läuft und dann vielleicht einen Streifenwagen schon mal vorplanen. Mal gucken, ob das dann hinhaut. Okay, er rennt erstmal nach links lang. Ich wähle schon mal einen Streifenwagen aus. Okay, dann haben wir natürlich hier direkt die nächste Kreuzung. Ich hoffe nicht, dass er hier rausrennt. Ich hoffe nicht, dass er rausrennt, aber ich gehe stark davon aus, wir schicken hier mal einen Streifenwagen hin. Wie gesagt, bis der auch da ist, ist wahrscheinlich, ist er schon über alle Berge und den sehen wir vielleicht dann am Ende von dieser Folge wieder. Oh, er biegt ab nach hier unten. Mach erstmal eine Pause. Ja, hol erstmal Luft. Hol erstmal Luft, Kollege. Hol erstmal Luft. So, dann schicken wir den Streifenwagen gerade mal hier runter. Aber der andere Streifenwagen, ja, er sollte gleich entgegengefahren kommen. Na gut, wir gucken erstmal jetzt hier gerade danach. Wir haben hier einen gebrochenen Arm, da brauchen wir einen Rettungswagen, den wir einfach mal hier hinschicken. Kommt aus der Berufsfeuerwache 1, hat nicht eine ganz so weite Anfahrt. Das passt schon mal ganz gut. Und hier kommt der erste Streifenwagen. Genau, da ist er. Und der Einbrecher oder der vermutliche Einbrecher ist nicht Richtung Mapgrenze gelaufen. Das heißt, ihr kriegt jetzt ein bisschen Pfeffer zum Dank und direkt die Handschellen umgelegt. Genau. Ja. Erstmal Pfeffern aus 5 Meter Entfernung. Wobei, da gibt es ja auch unterschiedliche Pfeffersprays. Es gibt welche, die haben halt mehr Reichweite, einen gebündelteren Strahl. Es gibt aber auch welche, die haben einen breit gefächerten Strahl. Der ist dann für die Nähe eher gedacht. Hast aber das Problem, wenn du diesen breit gefächerten Strahl hast, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du selber was in die Fresse kriegst von dem Zeug. Ist nicht so optimal. So, okay. Der zweite Streifenwagen wäre jetzt auch vor Ort, aber schon abgegriffen. Schon erledigt. Sehr schön. Gut, haben wir den ersten Einsatz schon mal geschafft für die Polizei. Der Rettungswagen ist immer noch auf der Anfahrt. Ich habe eigentlich gedacht, er ist schon schneller da, aber wir hören ihn schon. Er ist gleich da. Er ist gleich da. Gut, da ist er. Da ist er. So, kümmert euch mal um die gute Frau. Blaulicht würde ich sagen, machen wir gerade mal aus. Blaulicht aus, Heckwarne an. Ja, wir stehen hier auch wieder schön übersichtlich da. Also, da sollte es nicht zu irgendeinem Auffahrunfall kommen oder so in die Richtung. Sollte nicht. Man weiß es natürlich nie heutzutage, aber es sollte eigentlich nichts passieren. Gut. Ich würde sagen, wir lassen die Zeit mal schneller laufen. Oder kommen wir gehen mal mit der Einsatzstufe ein bisschen hoch, weil es gibt hier nichts zu sehen. Also nicht wirklich viel zu sehen. B1, PKW-Brand. B1, PKW-Brand mit Personenschaden. Gut, HLF. So schnell wie möglich bitte. Weil eine Person noch mit eingeschlossen ist, würde ich sagen, zweites HLF. Weil eine Person eingeklemmt ist, RTW plus NEF. So, parkt einfach mal hier. Die Autos werden jetzt schön eingeparkt, weil das Fahrzeug dann später abgeschleppt werden muss. Brauchen wir noch die Polizei. Die schicken wir hier hin. Gut, dann haben wir die hier wunderbar eingeparkt. Ich will die Leute da nur ein bisschen ärgern. Okay, hier wären wir schon fertig. Der Kollege muss wieder alles machen, der andere chillt sich einfach ein im Fahrzeug ab. Das ist natürlich sehr kollegial. Ich höre die Polizei. Na, okay, die war ziemlich in der Nähe. Ist bestimmt der Kombi, der gerade von dem anderen Einsatz auf der Rückfahrt war. Genau. Ja, dann ist der wohl zuerst da. Aber die Feuerwehr ist auch schon nah dran. Das ist die Werkfeuerwehr, die ausgerückt ist. Rettungswagen aus der Wache 4 ist auch vorhanden. Ich hoffe ja nur, dass eine Person nur eingesperrt ist.
Wobei man sich halt bei so einem Einsatz ein bisschen fragt, warum brennt das Fahrzeug auf dem Parkplatz? Ich meine, das kann passieren, ganz klar. Wenn du jetzt vorher gefahren bist, irgendwas ist heiß geworden im Auto oder keine Ahnung, Benzin ist ausgelaufen, Motor ist heiß, kann er sich irgendwie entzünden durch blöde Zufälle. Kann ja passieren auf dem Parkplatz. Oder irgendein Idiot hat es angezündet. Man weiß es nie. Kann alles passieren. Aber warum man dann als Fahrer nicht aussteigt da drin, außer man hat irgendwie, boah, aber das ist ein fieser Zufall, du hast irgendwie medizinischen Notfall oder so, bist noch schnell auf den Parkplatz gefahren und in dem Moment fängt das Auto an zu brennen und du wirst ohnmächtig. Das wäre natürlich eine heiße Story, aber ich glaube, es gibt nichts im Leben, was es nicht gibt. Ich glaube, das gibt es nicht. So. Er ist am Löschen mit dem Schnellangriff. Zweites Feuerfahrzeug kommt gerade angefahren, wir hören es schon. Löschzug Seedorf, genau, okay. Das ist die Werkfeuerwehr, die war schneller da, die hatte ich als zweites alarmiert, die war aber schneller, weil, klar, Werkfeuerwehr ist halt direkt auf der Wache, die springen zum Fahrzeug, rasen los, während hier Seedorf ist eine freiwillige Feuerwehr. Steht auch da oben, freiwillige Feuerwehr, Brandstätte Seedorf. Die brauchen natürlich in dem Fall dann ein bisschen länger, bis die ausgerückt sind, haben aber trotzdem eine gute Zeit hingelegt, finde ich. Haben eine gute Zeit hingelegt. So. Wir gucken jetzt mal, dass wir die Person da rausgeschnitten bekommen. Während die Werkfeuerwehr schon mal zusammenpacken kann. Ja, nicht, dass irgendwie ein Chemiegedöns dann gleich noch reinkommt, dann sind die noch nicht einsatzbereit. Ich brauche noch ein Foto, fällt mir gerade ein. Könnten wir eigentlich auch mal hier machen auf dem Parkplatz, was ganz gechillt ist. Ein Feuerwehrfahrzeug plus das Fahrzeug im Hintergrund. So, okay. Dann haben wir auch schon mal ein Foto. Person ist befreit. Ich schicke erstmal die Rettungswagenbesatzung dran. Und falls wir den Notarzt brauchen, fahre ich den gerade mal ein bisschen näher. Die Polizei kann schon mal einen Abschlepper rufen. Und die Feuerwehr kann zusammenpacken. Danke an die Freiwillige Feuerwehr Seedorf. Ihr könnt wieder zurückfahren. Werden wir auch mal den gebrochenen Arm hier oben ins Krankenhaus schicken. Na, staut sich schon ein bisschen wegen dem Rettungswagen, okay. Ja, der stand jetzt ein bisschen lange da. Ich habe ein bisschen außer Acht gelassen. Okay, die Polizei. Können wir auch wieder auf Streife schicken. Die brauchen wir aktuell hier nicht mehr. Was haben wir denn da an Verletzungsmuster? Rauchgasvergiftung. Wir brauchen angeblich keinen Notarzt. Ich schicke den mal weg. Wir nehmen die Person auf, fahren hier so schnell wie möglich ins Krankenhaus. Dann sind wir hier eigentlich durch. Deswegen gehe ich schon mal hoch mit der Einsatzstufe, damit der nächste Einsatz reinkommt. TH1 Personenrettung unter den Heuballen. Es sieht mir aus, als bräuchten wir hier den Kran. Ich glaube, den Einsatz hier am Maprand hatten wir auch noch nicht. Cool. So, Feuerwehrkran. Schicken wir gerade mal hier hin. Ich weiß nicht, haben wir da irgendwo eine Einfahrt, Zufahrt? Ja, von hier außerhalb. Ah, das ist hier hinten bei dem Campingplatz. Okay. Ja, gut. RTW plus NEF schicken wir auch mal direkt raus. Können hinter dem Drecker sich hinstellen. Ja, von mir aus auch ein bisschen schräg. Ja. Mal gucken. Ich würde auch rein aus Prinzip eigentlich gerne noch ein weiteres Feuerfahrzeug mitschicken. Aber hier ist der Platz eh so eng. Dann schicke ich wenigstens noch einen Streifenwagen mit hierher. Er sollte ja wenigstens mitgucken. Den Unfallhergang ermitteln. Ja, ich kenne das aber auch noch. Wir haben auch immer als Kinder auf so Strohballen rumgeklettert und rumgespielt. Und unsere Eltern haben immer geschimpft mit uns, weil das gefährlich ist, wenn die Dinger losrollen. Du bist da drauf. Oder willst gerade hochklettern, das Ding überrollt dich, das Feierabend. Sollte man nicht machen, aber es macht halt Spaß. Und es ist halt auch nur einmal im Jahr. Selbst unser Hund ist da immer draufgesprungen auf die Dinger. Dem hat es auch Spaß gemacht, da drauf rumzuhüppen. Krass ist es ja immer, wenn die Dinger brennen. Wir haben ja mal an der Bahn gewohnt und da gegenüber war ein Bauernhof und der hatte seine Heuballen auch gegenüber von der Bahnlinie oder wenn man über die Bahnlinie drüber gegangen ist,
lagen da, was weiß ich, wie viele hunderte Strohballen. Und die haben auch mal gebrannt. Da hat die Feuerwehr auch ihren Spaß gehabt, weil natürlich außerhalb, ja, kein Hydranten in der Nähe. Was heißt kein Hydranten in der Nähe? Die mussten immer über die Bahn drüber pendeln, an den Hydranten fahren vor unserem Haus, Wasser auffüllen, wieder zurückgondeln. Ja, dann kam das nächste Fahrzeug aufgefüllt, wieder zurückgegondelt. Ständig so im Wechsel. Ich weiß nicht, wie viele Stunden und Tage die da gelöscht haben. Beziehungsweise dann noch Brandwache gemacht haben und was weiß ich. Das war aber auch ein schönes Feuerchen, muss man schon sagen. Es hat schon gut gebrannt. Aber klar, dieses trockene Zeug, es brennt halt auch einfach unglaublich gut. So, Polizei wäre auch da, die können den Unfallhergang mal ermitteln. Rettungswagen plus NDF steht auch schon mal da. Wir müssen dann auf den Kran warten. Der hat noch eine weite Anfahrt. Der hat noch eine weite Anfahrt. Feuerwehr Solingen. Ich weiß gar nicht, wo bei uns in der Nähe der nächste Feuerwehrkran stationiert wäre. Ich weiß nicht, ob das Frankfurt ist, ob Frankfurt sowas hat. Oder ich glaube, Hanau hat sowas nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass Frankfurt vielleicht die größere Berufsfeuerwehr sowas hat. Mal gucken. Gerade mal so nebenbei am Handy nachgucken. Vielleicht gibt es ja auch sowas hier gar nicht mehr in der Gegend. Ja, angeblich gibt es noch einen in Frankfurt. Seit dem Jahr 2008 befindet sich weiteres in der neuen Feuerwache 30 in der Westerbachstraße stationiert. Okay. Baujahr 1992. Hey, gleiches Baujahr wie ich. Interessant, interessant. Ja, wir haben eine lange Einsatzfahrt. Da kann man ja so ein bisschen nebenbei am Handy googeln. Feuerwehrteleskoplader. Boah, den will ich im Bausimulator haben. Wie cool. Was die einfach alles haben und was es überhaupt alles gibt. Krass. Okay, genug gegoogelt. Ich weiß jetzt nicht, wo mein Feuerwehrkran rummacht, aber ich hoffe, er ist auf einem guten Weg. Ja, ich glaube, da hinten gondelt er irgendwo rum. Genau, da kommt er. So, Parkposition ist perfekt. Es regnet gerade, kein befestigter Untergrund und Kranplätze müssen verdichtet sein, haben wir alle gelernt. Wird aber schon passen. Ganz sicher. B0 Kleinbrand hier hinter den Häusern. Alles klärchen. Wo sind wir da? Bei dem Aldi. Wir sind da bei dem Aldi. Okay. Aldi. Schickt man LF raus oder ein HLF? Ist beides ein HLF. Brandstedt Industries, okay, Brandstedt. Werkfeuerwehr kommt her, machen wir es so. Wird schon passen. Ich gehe gerade mal mit der Einsatzstufe ein bisschen hoch. Wir haben wirklich wenig zu tun aktuell. Oh, der hebt alle auf einmal hoch, alles klar. Na gut, dann schicke ich erstmal die Rettungswagenbesatzung los. Krankentransport. Oh, ein sehr seltener Einsatz. Krankentransport, den haben wir wirklich selten. Den haben wir wirklich selten. Da schicken wir mal ohne Sonderrechte einen KTW los. Kriege ich da irgendwie ein schönes Bild hin ohne blaue Wand vom Kran? Ja, mit viel Fantasie ist es schön.
Im Hintergrund noch die Polizei. Wir könnten auch hier den Trecker mal mit aufs Bild bringen. Ich habe mit dem Rettungswagen nicht ganz so schön geparkt. Das ist ein bisschen blöd. Der ist ein bisschen arg nah dran irgendwie. Sieht auf dem Bild ein bisschen unschön aus. Naja. Gut. Auf jeden Fall, kleines Kindchen ist transportfähig. Das ist die Hauptsache. Kran hat die Strohballen einfach aufs Feld geschmissen, finde ich gut. Hat der Bauer seinen Spaß damit. Und ja, Notarzt brauchen wir nicht, so wie es aussieht. Was haben wir denn hier? Platzwunde an Körper und Kopf? Nö, Notarzt kann nach Hause fahren. Gut, da ist es immer noch schön am Brennen. Und jetzt fängt es auch noch an zu donnern. Ups, das war nicht geplant. Egal. Ich bin ja mal froh, dass es die letzten Tage in der Realität bei uns mal richtig viel geregnet hat. Also es hat auch wirklich heftig geschüttet und geregnet und lange geregnet. Also unsere Fässer waren schlagartig wieder voll. Es ist aber halt wirklich arschkalt auch. Also komischer Sommer. Ich meine, ich habe da wirklich nichts dagegen. Ihr wisst alle, die schon länger dem Kanal folgen, ich mag Kälte mehr als Wärme. Und wir haben aktuell 17 Grad. Das tagsüber, während die Sonne scheint draußen. Es ist zwar bewölkt, aber sie scheint gerade mal. Heute Morgen hat es die ganze Zeit wieder geregnet und richtig heftig geschüttet. Ich bin aber wirklich froh drum, aber ich habe nur so ein bisschen Bedenken, weil ja, wir haben ganz viele Tomaten dranhängen und Zucchini und so weiter. Ich meine, die Zucchini wächst noch einigermaßen, aber die Tomaten haben erstmal ihr Wachstum eingestellt oder so gut wie eingestellt, weil es einfach zu kalt und zu nass ist. Jetzt hängen die ganzen Pflanzen voll und da haben wir jetzt das Problem, irgendwie tut sich da jetzt nichts mehr. Die haben angefangen rot zu werden, also die Cherry-Tomaten haben angefangen rot zu werden. Wir haben ja ganz viele verschiedene Sorten dieses Jahr. Aber das war es jetzt. Jetzt hängen da lauter grüne Teile rum, nichts wird größer oder kleiner. Das ist sehr schade momentan. Die bräuchten ein bisschen Sonne. Aber gut, ich bin wirklich froh, dass es geregnet hat. Das tut den Pflanzen auch mal gut. Wenn es jetzt in ein paar Tagen wieder schön Sonne scheint und so weiter, beste Wetter dafür. Das Ärgerliche ist halt nur, wenn du dir Tomaten irgendwo kaufst, also die Samen irgendwo kaufst dafür, dann sind das meistens irgendwelche Züchtungen, die gegen Läuse und was weiß ich resistent sind, gegen alle möglichen Insekten. Ja, das heißt, die gehen da einfach nicht dran. Zum Beispiel die Cherry-Tomatensorte, die haben wir gekauft gehabt, ganz normal im Blumenhandel quasi. Und das ist auch so eine umgezüchtete Sorte, da geht kein Insekt dran. Die wollen das einfach nicht. Die gehen da nicht dran. Und wir haben aber auch viele Sorten bei einem SOS-Kinderdorf-Weihnachtsmarkt mitgenommen. Da war jemand da, der hatte ganz viele verschiedene Sorten ausgestellt gehabt, alte Sorten und so weiter. Und wir haben da einfach mal 5-6 Pack mitgenommen mit verschiedenen Sorten. Oder verschiedene Sorten mitgenommen. Und ja, von diesen ganzen, ich glaube, 5 Sorten sind insgesamt, hatten wir mitgenommen. Von diesen 5 Sorten, 6 Tomatensorten haben wir draußen und die 5 Sorten, da gehen Insekten dran. Das heißt, wir hatten jetzt schon viele Tomaten, die ich abgemacht habe, weil da einfach ja, sich Insekten dran gemacht haben. Und du willst ja keine halbschimmlichen Tomaten von den Pflanzen ernten. Und ja, da sind wir jetzt so ein bisschen an Kämpfen gegen. Natürlich ohne Chemie. Ich habe jetzt im Internet einen Tipp gelesen gehabt, dass man einfach 1 Liter Wasser, glaube ich, war es, mit einem Esslöffel Essig vermischen soll und das dann quasi auf die Tomaten sprühen soll, auf die Pflanzen. Dann gehen da angeblich keine Insekten mehr dran. Ich bin mal gespannt, ob es funktioniert. Also ich mache das jetzt seit ein paar Tagen. Das Problem ist halt nur, dass es sehr viel geregnet hat die letzten Tage. Wenn es halt dann regnet, wird das Zeug wieder runtergewaschen, das Essig. Und mal schauen, ob wir ein paar gute Tomaten bei rauskriegen. Wie gesagt, Cherry-Tomaten überhaupt kein Problem. Das ist eine umgezüchtete Sorte, da gehen keine Insekten dran. Die wachsen gut, die wachsen munter, gar kein Problem. Aber die anderen Sorten alle, das sind alles ältere Sorten, da ist nichts umgezüchtet oder so. Ist ein bisschen schwieriger. Oh, Auto direkt neben Gastank, Auto direkt neben Gastank, plus Personenschaden. 2 HLF soll mal rausfahren, 1 mal dorthin. Ah, komm, jetzt hat sich wieder so komisch gedreht. 1 mal hier hinten irgendwo hin, keine Ahnung, ein bisschen weiter weg. Wir brauchen auf jeden Fall Rettungswagen plus NAF plus Streifenwagen. Ist das hier im Vergnügungsviertel? Nee, ist es nicht. Oder doch? Nee. Doch? Nein? Vielleicht? Doch. Ja.
Nein. wo war denn das Vergnügungsviertel nochmal? War das nicht auch hier irgendwo? Oder bin ich gerade bei der falschen Map? Ich weiß es nicht mehr. Ich bin verwirrt. Schnelldurchgang überall durch. So. Na gut, wir warten mal hier, bis die Einsatzkräfte eintreffen. Das Fahrzeug parke ich jetzt nochmal um. Steht auch nicht besser da, aber egal. Das wird gleich anders parken, wenn es da ist. Das ist auf jeden Fall auch ein Vergnügungsviertel, kann man sagen, was man will. Aber wir haben ja auch Zucchinis draußen im Garten und Wahnsinn. Ey, die wachsen, das ist nicht mehr normal. Wenn man die dann vergleicht aus dem Supermarkt und die eigenen, also das sieht schon eher aus wie so riesen fette Kürbisse. Und das Schöne ist, die schmecken halt trotzdem noch. Ja, wir haben auch gesagt, ja, wenn die vielleicht zu groß werden, wir die nicht schnell genug essen, dann schmecken die vielleicht bitter oder so. Aber nein, die schmecken voll gut und sind einfach voll die Riesenwatze. Ist wirklich Wahnsinn. So, erstes Feuerwehrfahrzeug wäre schon mal vor Ort. Ja, wir hatten ja auch Melonenpflanzen versucht gehabt, die sind aber leider kaputt gegangen. Ich denke mal, wir haben hier halt einen richtig schlechten Boden. Wir sind da aber seit gut 2 Jahren dabei, mit Komposterde den ein bisschen aufzuarbeiten und dass er ein bisschen besser wird, weil vorher war das einfach nur irgendeine Kalkpampe. Jetzt mittlerweile, einige Pflanzen leben da mittlerweile, aber halt Melone anscheinend noch nicht. Die ist da sehr, ja, sehr schnäubig, sagen wir es mal so. Also die Pflanzen, die sind noch da, die wachsen halt einfach nur nicht. Vielleicht passt auch die Sonne einfach nicht, ich weiß es nicht. Aber das ist halt kein guter Boden für Pflanzen und Melone ist da halt ein bisschen schnäubig. Der Zucchini geht's aber gut. Und den Salatgurken geht's auch gut. Die wachsen da wunderbar. Und Peperoni. Eieie, wir haben 3 Peperoni-Pflanzen wieder. Die hatten wir letztes Jahr schon. Da hatte ich die Samen aufgehoben, habe die dieses Jahr wieder in die Erde geschmissen. Und da sind 3 Pflanzen gekommen und die wachsen so gut. Die sehen fast aus wie Spitzpaprika. So groß sind die mittlerweile. Und letztes Jahr hatten wir die Sorte ja auch schon. Und die war so mega geil scharf. Fand ich richtig gut. Das Schärfste, was ich aber jemals gegessen habe, war Habanero-Chili. Also Habanero-Chili-Gedöns. Also scharfes Zeug. Habanero. Ich glaube, Habanero hießen die. Gerade nochmal nachgoogeln. Habe ich einfach mal damals beim... Boah, wie hießen diese Kette? Nicht Ikea? Irgendwas mit I. Nee, nicht mit I. Real. Real war's. Real. Genau. Da hatten die so einen Pack gehabt, so 3 Habaneros drin. Ne? Genau, das waren Habaneros. Gerade nochmal schnell nachgegoogelt. Und ich bin normalerweise scharfes Essen gewöhnt. Ich esse total gerne scharf und muss sagen, mit den Dingern, ja, hätte beinahe mein Kreislauf versagt. Und die sind ja im Vergleich zu anderen Sachen, anderen scharfen Sachen wirklich noch harmlos. Wir hatten damals, mein Vater hat auch immer gerne scharf gegessen, meine ältere Schwester auch. Wir hatten uns dann diese Habanero in 3 Stücke quasi aufgeteilt und gleichzeitig in den Mund. Ich habe den Fehler gemacht, ich habe draufgebissen und in dem Moment auch irgendwie so leicht eingeatmet. Und dann ist mir die Luft weggeblieben. Ich habe einen knallroten Kopf bekommen. Und das war schon interessant. Kreislauf hat dann auch ein bisschen gesponnen gehabt. Mein Vater hat auch schwitzen angefangen, die Nase ist gelaufen. Halleluja, das war richtig, richtig cool. Richtig biestig, das Zeug. Aber ich finde es immer mal ganz cool. Also kleine Herausforderung beim Essen. Da sagen ja dann viele, ja, wenn man das so scharf isst, dann schmeckt man ja gar nichts mehr. Ja, doch, schon. Also, schmecken tut man schon noch ein bisschen was, aber man hat halt auch ein bisschen eine brennende Zunge und vielleicht brennendes Zahnfleisch und brennenden Hals und brennenden Magen, aber Schärfe macht auch glücklich auf irgendeine Art und Weise. So, ihr könnt auch mal hier gerade Wasser auffüllen, während die Polizei schon mal einen Abschlepper ruft. Genau. Ja, da haben wir wieder die blaue Wand im Hintergrund. Dann lasse ich das mal.
So, gerade nur mal schnell was notiert. Wir hatten aber gerade jetzt am Wochenende auch mal wieder einen neuen Schärfetest gemacht. Meine kleine Schwester hatte sich so, ja, wie nennt man das? Ramennudeln? Ja, die man einfach nur mit heißem Wasser übergießt, 5 Minuten wartet und dann lasst ihr schmecken. Die hatte da irgendeine Sorte mitgebracht mit richtig scharfem Zeug. Ich kann ja gerade mal schnell nachgoogeln. Ich glaube... ich habe schon gefunden. Genau, Hot Chicken Flavor Ramen. 2x spicy. Genau, und irgendwelche komischen Schriftzeichen. B2, Gebäudebrand. Da ist eine Soße mit dabei. Die ist so geil scharf. Bulldog Extra Spicy Roasted Chicken Ramen. Nuklear-Edition, alles klar. Da war ich auch ein bisschen fies beim Essen. Beziehungsweise meine kleine Schwester hat das Zeug nur zusammengerührt gehabt, hat aber nur so ein paar Tropfen auf die Nudeln draufgetan gehabt. Das kaum was, hat man kaum was gemerkt. Klar, es war ein bisschen scharf, aber es ging noch. Sollte mich auch mal um die Einsätze mehr hier kümmern, statt nur zu reden. So, wir haben den B2-Gebäudebrand noch reingekriegt, sehe ich gerade. Genau, wir gehen mal auf die Stichwortalarmierung B2 ELW. Genau, jetzt müssen wir mal gucken, dann mit der Atemschutzlogik, weil hier brauchen wir das sehr sicher bei dem Brand. IDLK, kann man da hinschicken? HLF, ich habe die Befürchtung, hier wird der Brand ein bisschen schlimmer. Ich habe ein bisschen spät reagiert. Wir stationieren also auch schon mal hier auf der anderen Seite lauter Fahrzeuge. Gerätewagen Atemschutz tun wir mitten dabei stellen. MTW dahinter, Funkstreifenwagen dahinter, dann ist die Straße schon mal dicht. Gut. Okay. Ja, und zwar, wo war ich stehen geblieben? Meine kleine Schwester hat die Nudeln nur zusammengerührt, hatte nur so ein paar Tropfen von dieser Soße da drauf gemacht. Das war so ein komplettes Tütchen voll eigentlich mit Soße, hätte man da drauf klatschen können. Sie hat aber schon gehört, dass das verdammt scharf sein soll, deswegen hat sie nur so ein paar Tropfen rein, hat gesagt, ja, jeder soll sich halt selber nochmal ein paar Tropfen drauf machen, wenn er es noch schärfer haben möchte. Ja, ich habe erstmal so die Nudeln probiert, habe mir gedacht, ja, das brennt ja eigentlich so gut wie gar nicht. Dann habe ich mir ganz viel von dieser Soße auf die Nudeln drauf gemacht, ein bisschen vermischt. Dann sahen die Nudeln schön rot aus wie diese Soße. Und dann hat Katrin gesagt, darf ich mal probieren? Ich, ja, probier. Ich hatte vorher eine Nudel im Mund genommen, habe meine Zunge kaum noch gespürt, so scharf war die Kacke. Und dann hat sie gesagt, ist das scharf? Ich gesagt, nö, ist nicht scharf. Katrin hat es mir geglaubt, hat eine komplette Gabel genommen und schön gegessen. Dann hat sie Grimassen geschnitten und hat ein bisschen rumgeflucht. Das war's wert. Ja, also, aber das war wirklich auch richtig heftig scharf. Und diese komische Soße, normalerweise, wenn du so Chili isst, da merkst du es mal auf der Zunge, vielleicht ein bisschen am Zahnfleisch und gut ist. Diese Soße, die hat aber wirklich, die hat einfach überall gebrannt. Also die hat wirklich, das Zahnfleisch hat total geschmerzt, die Lippen haben geschmerzt. Bei Katrin ist die Lippe ein bisschen dick geworden. Hat allergisch auf irgendwas reagiert. Ist schon wirklich eine schöne Reaktion gewesen. Es hat der komplette Hals gebrannt, der Magen hat sogar danach gebrannt. Katrin hat ein Glas Milch nach dem anderen runtergezehrt. Das war schon gut scharf, also muss man schon echt sagen. Gerade wenn man so gewohnt ist, wenn man irgendwie im Supermarkt was kauft, da steht immer drauf, Achtung scharf, ja, total scharf, total hot, hot, keine Ahnung, soll richtig wehtun, wenn man es isst. Dann kaufst du dir so irgendwelche blöden Chips, wo hot draufsteht, scharf, Achtung, Warnung. Am Ende merkst du da gar nichts von. Und dann kaufst du dir diese Dinger, da steht einfach drauf, 2x spicy oder so quasi. Wenn man da einfach, wenn man die nicht kennt und tut einfach die komplette Soße auf die Nudeln draufklatschen, ich glaube, du bist danach erstmal in der Notaufnahme oder wirst ohnmächtig vor Schärfe. Also schon sehr, sehr, sehr geil. Sehr geil. Ich glaube, ich würde mir diese Dinger auch nochmal holen. Und einfach aus Spaß mal wirklich die komplette Packung Soße auf diese Nudeln geklatscht und dann, tja, mal gespürt, wo das ganze Essen am Körper entlang wandert. Eieiei, das ist wirklich schon krass gewesen, also wirklich krass. Ist der Gerätewagen Atemschutz schon da? Ja, ist er. Gut, dann machen wir die Atemschutzlogik mal an. Ich übertrage hier gerade mal die Verantwortung an den Maschinisten. So, die werden alle jetzt mit Luft versorgt. Ich lasse hier mal das Gebäude kühlen, die können sich auch hier mal Wasser rausnehmen. Hier übertrage ich gerade auch mal die Verantwortung an den Maschinisten. Da sieht alles gut aus. Der ELW müsste den
Luftbereich vergrößern. Macht er genau. Sehen hier die weiße Markierung. Somit brauche ich mir da um die Atemschutzträger keinerlei Gedanken mehr machen. Und ja, ich würde sagen, wir machen den Einsatzstopp mal rein. Wir sind wieder bei einer halben Stunde. Was hatten wir hier für eine Verletzung? Verbrennung vierten Grades. Vierten Grades, war das nicht Rettungshubschrauber? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich lasse auf jeden Fall die Polizei gerade mal da. Die können auch mal ins Krankenhaus fahren. Und dann hier, B2 Gebäude. Ah, stimmt, wir haben noch Personen im Gebäude. Kacke. Wo habe ich meine Atemschutzträger? Schnell rein, schnell rein, schnell rein. Willst du nicht löschen? Echt nicht? Warum nicht? Hubschrauber, genau, wusste ich's doch. Okay, Hubschrauber kommt. Wo haben wir's, wo haben wir's, wo haben wir's? RTH, da. Der müsste hier irgendwo landen können, oder? Gucken wir gerade mal hier. Taste I. I? Wirklich nicht? Der hat hier nirgendwo genug Platz zum Landen. Das kann nicht sein. Nö, oder? Muss ich jetzt wirklich hier vorne die Straße dicht machen, um den landen zu lassen? Kacke. Na gut. Dann fahren wir gerade mal hier vor, machen hier einigermaßen dicht. Den Notarztwagen schicken wir gerade auch nochmal hier hin zum Straße dicht machen. Den einen Polizist lassen wir gerade mal hier hinlaufen. Der Hubschrauber. Ist er schon auf dem Weg? Ist er. Gut, er kann da landen. Die sind gerade im Krankenhaus angekommen. B2 Gebäudebrand. Wo habe ich meinen Axtträger? Da habe ich den. Ich denke mal, die Leute in der Wohnung sollten jetzt gut genug durchgebacken sein. Dann können wir die jetzt auch mal da rausholen. Warum löscht die DLK nicht gescheit? Lösch doch mal bitte. Wo ist dein Problem, liebe DLK? Ihr seid nirgendwo angeschlossen. Sicherheitshalber macht ihr das aber mal. So, ich schicke den Notarzt schon mal ins NEF. Während der Hubschrauber gerade zwischen den hohen Gebäuden landet. Das ist keine schöne Position eigentlich so zwischen hohen Gebäuden. Aber egal, es geht. Laut Spiel kein Problem. Ich würde sagen, in der Realität wird man da wahrscheinlich Probleme kriegen, weil die Luft anders verwirbelt wird, wenn da hohe Gebäude oder Sachen halt nebenan stehen. Hab ich die Polizei hier irgendwo? Hab ich. Kann ich nämlich die Tür zumachen. Ich brauche mal einen Rettungswagen. Den habe ich hier von der Wache 4. Ist das einer? Fahr mal dorthin. Hubschrauber ist gelandet. Kann sich jetzt den Patienten aus dem Rettungswagen holen. Und ja, dann geht es gleich Richtung Krankenhaus. Während ich hier schon mal eigentlich zusammenpacken kann. Da ist keine Person mehr im Gebäude drin. Gerätewagen, Atemschutz kann weg. Der kann weg, der kann weg. So, jetzt sollten eigentlich alle Feuerwehrfahrzeuge zusammenpacken. Ich würde dann auch schon mal hier den Streifenwagen losschicken. Jetzt kommt es darauf an, braucht man NEF oder nicht? Ich denke mal ja. Ich denke mal ja. Oder? Jetzt sehe ich hier gerade Schlüsseldienst. Aber auch letztens im Bauhaus was Lustiges erlebt. Und zwar hat meine kleine Schwester einen Schlüssel nachmachen lassen. Und ist dazu zum Bauhaus gefahren. Die haben da so an der Info quasi ein großes Schild stehen, Schlüsseldienst. Und ganz viele Schlüssel da hängen, die können Schlüssel nachmachen. Gut, soweit so gut. Hat sie nachmachen lassen, ist nach Hause gefahren, Schlüssel hat nicht gepasst. Ja, gut, hat sie mich angerufen, gefragt, ob ich sie wieder hinbringen kann. Sie wird den Schlüssel zurückbringen oder nochmal nachschleifen lassen, weil er funktioniert nicht. Habe ich mir den Schlüssel mal angeguckt, ja. War ein total anderes Muster. Kein Wunder, hat der nicht funktioniert, nicht reingepasst. Ja, da hat die Frau gesagt gehabt, ja, wollen Sie den Schlüssel zurückbringen? Weil es anscheinend öfters passiert, was mich auch nicht wundert. Und hat sie noch so einen schönen Spruch hinterher gesagt gehabt, ja, wir sind ja kein Schlüsseldienst. Über ihr ein riesengroßes Schild mit Schlüsseldienst. Habe ich einfach nichts zugesagt. Aber okay. Sind wir zum Obi gefahren. Die haben das richtige Schlüsselmodell genommen, nachgemacht, hat gepasst, funktioniert. Fertig.
Da hat die Frau beim Schlüsseldienst nicht richtig geguckt, aber die sind ja kein Schlüsseldienst, da hängt nur ein Schild mit Schlüsseldienst. Also, keine Ahnung. Ja, mein Gott. Klar, dass sie vielleicht nicht irgendwie ein professioneller Schlüsseldienst sind, ganz klar, aber wenn man schon ein Schild Schlüsseldienst da hängen hat und sagt dann mal, ist kein Schlüsseldienst und macht trotzdem Schlüssel nach, dann ist da irgendwas falsch. Und wenn man halt ein falsches Schlüsselmuster auswählt und dann braucht man sich halt auch nicht wundern, dass der Schlüssel nicht ins Schloss reinpasst. Hätte man genauer geguckt, wäre das auch schon vorher aufgefallen, dass das was anderes ist. Aber, naja, was soll's. Sind wir zum Obi gefahren, zack, bumm, fertig, aus, hat funktioniert. Muss ich auch sagen, ich mache am liebsten oder ich lasse am liebsten Schlüssel beim Obi nachmachen, weil da funktionieren die einfach immer. Die gucken genau vorher nach, ob das das passende Modell quasi ist von dem Schlüssel, mit dem passenden Knick im Schlüssel drinne. Und dann funktioniert das, hat es eigentlich immer funktioniert. Beim Bauhaus, glaube ich, haben wir schon zweimal versucht, einen Schlüssel nachzumachen. Es war jedes Mal irgendwie der falsche Knick drinne. Weiß ich nicht. Entweder ist es nur bei uns so oder die Leute sind halt nicht richtig geschult, wissen vielleicht auch nicht, worauf sie achten müssen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber wenigstens, wenn man hingeht und sagt, der Schlüssel funktioniert nicht, hat man gerade nachmachen lassen, kriegt man ohne Probleme den Schlüssel, das Geld wieder zurück. Ist ja schon mal eine gute Sache, aber ist halt trotzdem ärgerlich, wenn man da hin und her fahren muss. Na gut, wir kommen hier mal langsam ans Ende der Folge. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Falls ja, lasst eine Bewertung da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Gerne auch den Discord-Server beitreten und gerne auch den Kanal mit einer Mitgliedschaft unterstützen. Würde mich sehr freuen. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Euer Tommy. Tschüss.